Halt, stopp. Vergleichst du dich schon wieder mit anderen? Siehst du dich selber nicht? Erkennst du nicht deinen eigenen Wert, deine eigene Präsenz, dein eigenes Ich? Dich, der wundervolle Mensch, der du bist? Deine Einzigartigkeit in Perfektion, deine wundervolle, ganz individuelle Duftnote, deine zauberhafte Ausstrahlung. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Vergleichst du dich mit anderen? Du ertappst dich immer wieder dabei, wie du dich mit anderen vergleichst, die in deinen Augen viel besser, schöner und erfolgreicher sind. Du wertest dich dadurch ab und dein Minderwertigkeitsgefühl bestätigt dir ein schlechtes Gefühl über dich selbst und lässt dich schwach, klein und nutzlos erscheinen. Das ständige Vergleichen mit anderen senkt dein Selbstbewusstsein. Widerstehe diesem Drang und dieser Illusion. Sich mit anderen zu vergleichen, trennt dich von deiner wahren Schönheit. Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Persönlichkeit fängt da an, wo der Vergleich aufhört. Erhebe deinen Kopf und blicke in den Spiegel. Siehst du dich? Liebst du dich? Nimm dich wahr, blicke dir ganz tief in deine Augen. Erkennst du die Liebe, die in dir strahlt? Lächle doch mal. Komm, lächle für dich. Siehst du den Funken in dir, dein Strahlen in deinen wunderschönen Augen? Deine Schönheit, die von innen leuchtet, ganz hell und kraftvoll. Liebevoll und sanft. Weite dein Herz, öffne dich für dich, für das Wunder deiner Herrlichkeit. Lausche der Stimme deines Herzens, spüre die Göttlichkeit in dir. Erlebe dich selbst als das Leuchten der reinen göttlichen Energie, der unermesslichen Kraft, der Urkraft deines Seins. Du bist ein göttliches Wesen, das du verkörperst in jeder einzelnen Sekunde deines wundervollen, großartigen Lebens. Und dann vergleichst du dich mit anderen. Wie kann das sein? Erlebe dich selbst als diese bedingungslose Liebe, die alles und alle so sein lässt, wie sie sind und wie du bist. Du bist geboren als das freie Wesen, unabhängig von Bewertungen und Begrenzungen. Diese reine, pure Kraft der göttlichen Liebe in dir, spüre sie jederzeit. Der wundervolle Mensch und wundervolle Körper, der du bist, lebendig, frei, liebend, fühlend und kraftvoll. Erinnere dich immer wieder. Und immer wieder. Du bist das reine, pure Leben in diesem Menschsein und Körpersein. Genieße das mit offenen Sinnen, ohne jegliche Bewertungen. Dies ist meine Botschaft an dich, dass du dich erinnerst an das Leuchten deiner Göttlichkeit in dir, an die bedingungslose Liebe, die du bist, warst und immer sein wirst. In tiefer Liebe bedanke ich mich für dein Lauschen meiner Botschaft an dich. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.